Leise ist hier nicht, gell? Aber Helme kleiden unglaublich. Wahnsinn, gell? Man sieht total schick aus. Aber es sind hier irgendwie so ein paar Bänke. Und die andere Seite ist eigentlich ein super schöner Ausblick. Ja, heute. Es wäre ein schöner Ausblick. Es ist ein schöner Ausblick, aber das schönere Bild ist eigentlich hier. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Im Auge des, ja, also betrachtet es richtig. Da hinten ist das Castello von Sirmione. Schon wieder im Gegenlicht. Jetzt sind wir hier in Sirmione, in die Altstadt. Darf man nicht mal mit dem Fahrrad rein. Ja, man darf es nicht mal schieben. Nicht mal schieben. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben uns ein Auto gemietet. Das steht da drin. Das zeige ich euch einmal. Wir haben es natürlich dezent gehalten. Vom Stellplatz her waren es ungefähr 14 Kilometer. Sagt dein Navi? Sagt mein Navi, nee, sagt mein Display, mein Tacho. Und jetzt will die Kirsten nochmal schnell die Burg filmen von außen. Und dann? Brauchen wir noch eine Eisdiele. Brauchen wir eine Eisdiele, du bist an einer vorbeigefahren. Ja, die am Parkplatz ist bestimmt die beste. Die Eisdiele am Touristenparkplatz ist normalerweise die beste, preiswerteste und qualitativ hochwertigste. Dazu sagen, dass wir in diesen Sahn oder mal so seitlich schauen, ob irgendwo eine ist, oder? Wir gucken mal, wie Anni, bei dir. Anni, du brauchst dringend ein Knoblauch-Nusseis, gell? Anni, was trinkst du da? Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Keine Ahnung, wie es heißt. Ich trinke was, es heißt Prosecco. Warte, ich haben wir uns verdient, oder? Ja. Was machst du jetzt? Das heißt Rossolini. Zeig mal. Ja, Rossolini. Und schau mal rein, was drin ist. Da ist wahrscheinlich nur Zucker drin. Ohne Farbstoff, immerhin. Schau mal, an welcher Stelle Zucker steht. Ich habe es leider nicht mehr gesehen. Ah, oh, schade. Prostat. Habt ihr gesehen, waren wir in Sirmione bis zum Rande der Altstadt. Dann sind wir zurückgeeiert. Die Damen sind freundlicherweise in einen Pennymarkt gehupft und haben ein bisschen was eingekauft. Zum Beispiel diese bunten Flaschen. Aber wir haben so ein Prosecco in der Lugana mitgemacht. Ich darf überhaupt nicht impfen. Und jetzt sind wir hier wieder am Womo, wärmen uns auf. Und ich habe jetzt die Anni zum Kniffel rausgefordert, weil beim Scrabble hast du mich vorher so abgezogen. Das spiele ich nicht mehr mit dir. So, heute Morgen ist es uns passiert, das ist uns noch nie passiert. Wir haben kein Gas mehr. Die eine Flasche war nicht mehr ganz voll, die andere war voll. Und durch das Heizen nachts und tagsüber so ein bisschen ist es halt jetzt leer. Gott sei Dank gibt es hier in Lazise einen Laden, den The Doctor of Camping and Gas. Und hier kriegen wir eine neue Gasflasche. Ist ein Ticken teurer als zu Hause. So ist es halt. Aber dafür hat man von hier aus einen Blick auf den See. Ist auch mal schön. Gaseinkauf mit Blick auf den Gardasee. Ja, die andere Flasche hat er jetzt in sein Auto gelegt. Da kommt jetzt eh nicht vorbei. Nee. So lange die jetzt da. Immer nur derselbe Stellplatz ist ja langweilig. Deswegen wechseln wir jetzt doch noch den Platz. Wir fahren jetzt. Noch mal zum Bahnhof. Oder so. Jetzt haben wir uns erstmal verarzten müssen. Wir haben uns verarztet. Verarzten lassen müssen. Ja, beim Gasflaschenwechsel oder scharfkantigen Kante hängen blieben und dann plötzlich geblutet wie ein. Haben wir was zum Fallen, wenn wir heimkommen. Jetzt fahren wir da hin, der Hacko war da schon mal. War begeistert, das ist begeistert. Das sind
knappe halbe Stunde und dann schauen wir uns das mal an. Gas haben wir wieder. Das ist ja schön. Das war nämlich der Doktor auf Camping und Gas. Ich glaube, das Navi hinkt. Da steht 17 km/h und wir stehen. Das Navi ist durcheinander. Weiter geht's. Das Navi ist verwirrt. Ich glaube, wird Zeit, dass wir was zu essen bekommen. Ja, wir sind alle verwirrt. Da ist der Marco gestanden. Jetzt wissen wir es wieder. Wir fahren Richtung Monzambano. Die Kirche von Monzambana. Wir machen wieder eine kleine Radeltour. Wir radeln jetzt am Fluss entlang Richtung Peschiera. Das sind von hier aus 7,5 Kilometer. Aber das werden wir heute nicht alles radeln. So, bei Nico's Gelateria auf dem Staudamm gab es leider noch kein Eis, aber Gott sei Dank gab es Fanta. Da war die Anja fast genauso glücklich mit. Naja. Wenn Peter jetzt einen Wein gegeben, den wollte er aber nicht. Aber Salami ist uns angeboten worden. Da hinten mit der kleinen Ape. Bombengeschäft am Staudamm. Eigentlich, glaube ich, kennen die sich alle untereinander, machen Brotzeit. Unser Moveo hat noch seine Schlafmütze an. Es ist Anfang März 2022 und wir haben ungefähr 1 Grad. Hier ist die Einfahrt. Wir wurden gleich vorne in Empfang genommen und haben schon gleich am Anfang bezahlt, 15 Euro pro Nacht. Wir haben einen Platz gleich hier oben gefunden. Alle Plätze verfügen hier über einen Stromanschluss. Und wenn man gleich weiter fährt, also geradeaus zufährt, ist hinter dem Stellplatz quasi die Abfahrt zu dem Oasi-Camper. Der Oasi-Camper liegt unten am Ententeich. Ein paar Gänse sind auch unterwegs.
Links im Bild ist die Entsorgungsstation, rechts ist das Duschen- und Toilettenhäuschen. Duschen kann man mit Tokens. Und oben auf dem Berg ist das Castello von Montzambano. Es gibt auch Grillmöglichkeiten. Die Entsorgungsstation fährt man quasi von hinten an, sodass man hier super mit großen Wohnmobilen auch einfahren kann, um lange rumzuzirkeln und auch vorwärts wieder rausfahren kann. Kloentsorgung, Chemie-Kloentsorgung ist auch da, Frischwasser, alles was man braucht. Es ist verboten zu entsorgen zwischen 12 und 15 Uhr und von 19 bis 21 Uhr. Die Anfahrt zum Camper Oasi ist im oberen Bereich noch ein Kiesweg, ein festgetretener, festgefahrener oder planiert, wie es bestimmt heißt. An der Steigung selber ist er gepflastert, sodass man keine Schwierigkeiten haben sollte, mit auch den großen Wohnmobilen hier den Berg hochzukommen und eben auch runter. Auch die Plätze hier unten verfügen über Stromanschlüsse und sind alle mit Lorbeerhecken markiert, parzelliert. Trinkwasser kann man sich auch hier unten besorgen. Da muss man gar nicht bis zur Entsorgungsstation hoch. Das ist also schon praktisch. Und von hier unten hat man einen schönen Blick aufs Schloss. Vom unteren Stellplatz zum oberen Stellplatz führt auch ein schmaler Fußweg, sodass man gar nicht die Straße nehmen muss, die für die Wohnmobile ist. Schaut mal, die Eva ist da. Woran erkennt man das? Die hat den Apfel. Zeig den Apfel. Ich habe sogar zwei Äpfel. Soll ich den nicht beißen? Die Eva hat sogar zwei Äpfel. FSK 18. Ja, wir fahren jetzt nach Hause, stehen hier an der Tankstelle, haben vollgetankt und verlassen jetzt den Gardasee. Ab nach Hause, da wird es nicht mehr viel passieren, hoffentlich. Wenn doch, dann sehen wir uns nochmal. Ansonsten wünschen wir einen schönen Tag. Über einen genau. Netten Kommentar, einen freundlichen Daumen nach oben hier bei Barbecue. Nein, ha, jetzt haben wir hier bei Camp & Grill oder drüben bei Barbecue. Würden wir uns sehr freuen. Und jetzt fahren wir heim. Pfiat euch, bis zum nächsten Video.